hier, doch hier, hier, doch sehen Sie doch mal so ein Holz, wie Sie hier liegen haben. Hier, hier, so ein gutes, teures Holz hat man mir gestohlen. Was sagen Sie dazu? Also, nee, ach, sag gar nicht. Also, dieser Herr Wehrhahn, der soll mich kennenlernen. Und wenn's mich 1000 Dollar kostet, ich werde den Dieben schon auf die Spur kommen. Das wäre ja ein Segen, Herr Krieger. Gut. Ja, Frau Wolfen, morgen ist Donnerstag. Ja, da ist Waschtag. Ich weiß, ja, ja, ja. Wir haben von Herrn Bulko ein Reh gekauft. Er hat es aus der Stadt mitgebracht. Ah. Herr Krieger, was haben Sie denn für das Reh gezahlt? Billig, Herr Krieger, was? Die billig, billig. Ja, natürlich. Also, auf Wiedersehen, meine liebe Frau. Auf Wiedersehen, Herr Krieger. Gott. Auf Wiedersehen. Und viele Grüße an Ihre Frau. Wiedersehen, Herr Krieger. Sie haben doch eben 3 Mark geliehen. Wo? Hier, eben haben Sie noch hier geliehen. Ja. Verflucht er mal eben Blaser da. Ja. Ich bin ins Wasser gefallen. Nee. Du hast sie gerade. Ich? Ah, oh, er ist nicht. Ich bin eine herrliche Frau, das ich eben gerade gehört. Du. Nee, eine Schäde. Also her. Auf dem Dala kommt es mir gar nicht an. Da hast du. Sag mal, du, für so ein Pelz wie ihn da eben der Krieger anhatte, dafür würde ich 50 bezahlen. Mark. Na ja, fragen doch den Krieger. Vielleicht verkauft er. Ach, quatsch doch nicht. Ja, schläg doch nicht so, stell dich doch nicht dusseliger an, als du bist, du. Ich meine ja bloß, weil er mir da von den Ärzten verschrieben ist, wegen dem Rheumatismus. Rheumatismus! Ja, und weil bei Kriegers morgen gerade Waschtag ist. Herr Baron! Herr Baron, wenn ich mir eine Bemerkung gestatten darf. Ja, leider sehr in Eile. Beim Baron scheint etwas entgangen zu sein. Was denn, nun schießen Sie schon los? Dass heute Donnerstag ist. Aha, Marsch einsteigen. Du kannst schlafen gehen. Darf ich vorgehen, meine Herren? Dankeschön. Bitte. Meine Herren. Ich bin jetzt soweit. Aber wenn irgendein Mensch etwas davon erfährt... Was ist denn? Wünschen die Herren vielleicht ein bisschen Kaffee oder sonst was Schönes? Mach, dass du rauskommst. Nee. Nicht mehr rein. Ich musste mich fix machen. Mutter, gleich ist es 11 und um 11 hole ich mir meinen Pelz. Du kannst mich doch jetzt nicht allein lassen. Aber Mütterchen, komm. Ich bin doch gleich wieder da. Der gute Pelz darf doch nicht eine Stunde lang bei den Wolfen in der Wohnung bleiben. Die sind doch imstande und verschaukeln mir den schönen Pelz wieder weiter. Nicht? Ja. Na und unser August, der wird ja wohl noch einen Tag warten können, nicht? Und morgen geht's ab nach der Stadt. Ja, aber du, August heißt er. Ja, da sieht er, dass mir das bloß kein Mädchen wird. Wieder kein Leben, wieder. Heubraten esse ich für mein Leben, ja. Bist du denn immer noch nicht fertig mit der Wäsche, Mutter? Du hast eine Ahnung. Wenn ich mit der Wäsche fertig werden soll, muss ich mal die Nacht um die Ohren schlagen. Verstehst du nicht? So, Mutter, ich will dir mal was sagen. Ich habe bis jetzt den Mund gehalten und immer wieder den Mund gehalten, weil ich weiß, dass du arbeitest und weil ich ja schließlich nicht undankbar sein will. Aber wenn hier nur das Geringste vorkommt, wenn ihr hier schiefe Sachen machen wollt, dann... Was heißt hier schiefe Sachen? Sag mal, wie redest du eigentlich mit deiner Familie? Willst du damit sagen? Ich will gar nichts damit sagen. Ich habe jetzt wirklich genug gesagt. Na ja, genug gesagt, wisst ihr? Da ist es wie Leontine. Ja, ja. Mit der ist man verraten und verkauft, sag ich dir. Du, mein Kind, du weißt, was du deiner Mutter schuldig bist. Meine Freunde, sie gehen schon wieder, die drei.
zu früh? Das hat etwas zu bedeuten. Also, meine Herren, strengste Verschwiegenheit. Es hängt alles davon ab. Ich garantiere Ihnen eine durchschlagende Wirkung. Die Explosion kann nicht zu früh erfolgen. Ein Versagen ist ausgeschlossen. Nachgehen, Mutes. Sache fängt an, interessant zu werden. Gefährliche Dinge gehen hier vor. Los, los, nachgehen. Stehe für alles ein. Schon sind keine Kosten. Ja, Herr Baron, der geborene Kriminalist. Ja, los, los. Die Höhle des Löwen gehe ich selber. Na, Herr Doktor. Ja, bitte. So viel von Ihnen gehört, mein verehrter Dr. Fleischer. Späte Ehre, Amtsvorsteher. Ja, sah gerade Besuch verabschieden, dachte, vielleicht kleiner Cognac noch übrig, kalt draußen halt. Bitte? Danke. Empfangen wohl sehr viel Besucher so. Darf ich bitten, ich pflege meine Besuche nicht hier draußen zu empfangen. Woher kommen so eigentlich Ihre Besucher? Oh, ganz verschieden. Aus Afrika, aus Amerika, aus Australien. Einmal ist auch einer aus Berlin hier gewesen. Im Ernst, im Ernst. Hier links mit der Hand. Viel beschäftigt, was? Darf man fragen, womit? Stahl. Ja. Allerhand wird anfertigt. Bitte Vorsicht haben. Falle. Aschbecher. Der Amtsvorsteher scheint gern Kriminalromane zu lesen. Nein, mein lieber Freund, könnten Sie mir nicht verraten, was hier so alles vor sich geht? Ich denke gar nicht daran. Das werden Sie alles noch früh genug erfahren. Ich verlange von Ihnen eine wahrheitsgetreue Schilderung der Dinge, die sich hier im Haus abspielen. Darf ich Sie hinaus begleiten, Herr Amtsvorsteher? Mein Cognac ist sowieso alle. Hüten Sie sich, Herr Dr. Fleischer, hüten Sie sich! Auge des Gesetzes wacht! Arm der Gerechtigkeit reicht weit! Ja, guten Abend, Herr Amtsvorsteher, ja, was soll ich machen? Wenn der Tag nicht langt, muss ich die Nacht zu Hilfe nehmen. Recht so, Mutterchen, ja. Recht so. Ach Gott, wenn alle so wären, könnten manche mal ein Vorbild sein. Ja, nicht wahr? Also, gute Nacht. Ja, bleiben Sie mal. Kommen Sie, steigen Sie ein. Wir wollen Ihre müden Knochen ein bisschen schonen. Steigen Sie auf. Fahren Sie nach Hause. Nee. Also, steigen Sie auf, kommen Sie, geben Sie mal einen Korb her. Nee, Herr Amtsvorsteher, nee, das kann ich nicht. Nee. Der Korb will ja schöner sein. Nee, kommen Sie mal rauf. Also, schön. Dann bin ich so frei. Dankeschön. Ach, Herr Amtsvorsteher. Ja, jetzt muss denn jetzt. Ja, das wird mir ewig unvergesslich bleiben. Ja, so, also. Gratuliere, ist ein strammes Mädchen. Mütterchen, ja, Mädchen. Wenn du gräm dich bloß nicht, ist ja gut. Da ist eben aus August eine Augustin geworden, nicht? Ja, ist das Kind schön, denn komm mal her. Warum haben wir denn den Gehirnwärme erst mitgenommen, wenn wir jetzt wieder zurückgehen? Frag nicht so dumm. Die Mütze ist ein Indiz, verstehst du nicht? Ha? Nee, Indiz. Wohl sowas wie ein Alibi. Mhm. Kann ich da auch wieder in Ochsen gehen? Nee, ich hab genug von Ochsen. Damit gehen wir nun morgen eigenhändig zum Herrn Amtsvorsteher
Und da sagst du, du hast das Bündel beim Einholen auf dem Weg zum Bahnhof gefunden. Was sagst du? Ich sage, das Alibi habe ich auf dem Wege zum Einholen mit der Bahn gefunden. Beim Einholen auf dem Weg zur Bahn. Und von Alibi sagst du gar nichts. Und wie ich den Herrn Amtsvorsteher kenne mit seinem scharfen Verstande, da wird der bestimmt sagen, der Dieb ist mit der Bahn weggefahren. Na, junger Mann, wohin denn? Moment, Augenblick! Na, Herr, Sie wissen ja gar nicht, was auf dem Spiele steht! Meine Stellung! Machen Sie, dass Sie weiterkommen! Ja, aber dann sagen Sie mir wenigstens, wir waren die drei Herren, die da eben hineingegangen sind! Das geht Sie gar nichts an! Ja, vielen Dank! Muschlauch, die Herren haben ein Anliegen vorzubringen. Ja, los, los, nur nicht so förmlich. Oh, Sie können einem ja direkt Angst machen mit Ihren ernsten Mienen. Wenn Durchlaucht uns die große Freude machen würden, anlässlich der allerhöchsten Herbstjagd. Ein kleiner Imbiss in Köckeritz. Köckeritz, warten Sie mal. Ist ja wie verhext. Soll ich da vielleicht wieder mit Herrn von Wehrhahn auf mein eigenes Wohl trinken? Eine kleine Überraschung, Durchlaucht. Es wäre aber angebracht, noch nicht darüber zu sprechen. Ach so, ja, sehr gerne. Wenn ich den Herrn damit einen Gefallen erweisen kann, selbstverständlich. Hildorf, ein Heft. Jawohl. Riechen ja nach Fusel. Muss aufhören. Jawohl, Herr Baron. Ja, wieso? Die ganze Nacht nicht aus den Kleidern gekommen. Wieso? Wenn ich vielleicht um ein Glas Wasser... Ja, wir haben ja Schnaps bei sich, Mitteldorf. Gehen Sie mal stärker. Nein, nein, kein Alkohol. Das ist ja Fusel. Abtreten. Blasen nach, Herr Baron. Protokoll aufnehmen. Gewisse. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Es erscheint Forstadjunkt AD... Motes. Na, schießen Sie mal los, mein Lieber. Motes, also was haben Sie zu berichten? Entsetzliche Dinge, Herr Amtsvorsteher. Ich habe die ganze Nacht auf der Lauer gelegen. Ich habe gewartet und gewartet. Habe mich mit Adjutanten seiner Durchlaucht befreundet. Bin auf eine ausgesprochene Verschwörung gestoßen. Konnte leider nicht hören, wovon gesprochen wurde. Ich sage nur höchst verdächtig. Mehr als verdächtig. Man geht nicht zu weit, wenn man argwöhnt, das Attentat. Der mengt sich überall hinein. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Darauf bin ich gefasst. Nicht umsonst und nicht zu meinem Vergnügen stehe ich auf meinem Posten.
auf meinem Vorposten. Seine Hoheit hält den Ernst meiner Auffassung und würdigt ihn. Werner, sofort bricht an die Staatsanwaltschaft. Morgen wird der Verhaftungsbefehl da sein. Ich verlange mein Recht, mein Recht, mein Pelz und mein Recht. Das Recht, das ich habe, ist ein bestohlen, dass die Ortsbehörde mir Beistand leistet, mein gestohlenes Gut zurückzuhalten. Entschuldigen Sie. Bitte, bitte. Danke. Sind Ihnen vielleicht diesmal silberne Löffel gestohlen? Nein, aber ein Pelz. So. Ein Biberpelz. Hat mich 500 Mark gekostet. So. Und der Beistand der Ortsbehörde ist Ihnen verweigert. Ach, das nicht. Nein, nein, nein. Das kann ja auch gar nicht sein. Das gibt's höher oder schöner. Aber ich sehe, dass nichts geschieht. Mein Holz ist ja auch noch nicht gefunden worden. Ach, glauben Sie vielleicht, ich werde ihn suchen? Ach, ich glaube gar nicht, Sams, verstehe. Ich sehe nur, dass ich meiner Sache nicht mit dem nötigen Ernst anstehe. Bitte, mäßigen Sie sich! Ich bin gemäßigt! Bitte, bin Sie gemäßigt! Bin Sie gemäßigter Mensch! Aber wenn Sie mein Eigentum handeln, dann hört jede Mäßigung auf! Schluss! Bitte! Schluss! Nein, nein. Das hätte nicht vorkommen dürfen. Ich hätte besser aufpassen müssen. Ich verstehe Sie gar nicht. Niemand verdächtigt Sie. Es weiß doch jeder, dass hier alles drunter und drüber geht, seit dieser famose Herr Wehrhahn für Zucht und Ordnung zu sorgen hat. Nehmen Sie auch diese verdammte Pelzgeschichte nicht zur Frage. Lassen Sie. In Gottes Namen. Schreiben Sie. Es erscheint Herr Krüger, Rentier. Stimmt doch. Gerichtsbüro des Amtsvorstehers? Durchlauchtigste Privatleitung. Hallo, ja? Herr Baron von Wehrhahn. Ein Augenblick, ich verstehe so schlecht. Geben Sie her, der Brügge. Mit Herrn von Wehrhahn möchte ich selber sprechen. Hallo? Ja? Dort laut! Aber nicht doch, lieber Baron. Wozu denn Vorkehrungen? Wir sind doch alte Bekannte. Könnten vielleicht unsere kleine Meinungsverschiedenheit aus der Ressource gleich in Köckeritz austragen. Ziehen Sie Säbel oder Pistolen vor? Charmant, sehr charmant, Verzeihung, Scherz natürlich, aber Situation sehr ernst. Bitte ganz ergebenst durchlaucht meinen Bericht abzuwarten. Vielleicht eine kleine zeitliche Verschiebung. Nein, eine Verschiebung kommt gar nicht in Frage. Ich danke vielmals, Frau. Auf Wiedersehen. Durchlaucht! Allergnädigste Durchlaucht! Klasse! Sofort vorfahren lassen. Es gilt fürchterliches zu verhindern. Sie ist auch noch hier, doch. Ist Ihnen gar nicht aufgefallen, mit wem ich eben sprach? Es geht jetzt, weiß Gott, um andere Dinge als um Ihre Lappalien. Was sagt Lappalien, Lappalien, Lappalien? Der Pelz hat mich 500 Mark gekostet. War so gut wie neu. Was wissen Sie, was ein Fürst kostet, wenn er auch alt ist? Was ist das überhaupt für eine Untersuchung? Ich protestiere! Ich gehe nicht früher weg, bis hier alles in Ordnung ist. Sie protestieren. Sehen Sie mal an. Sie protestieren. Da will ich Ihnen mal was sagen. Solange ein immerhin ehrenwerter Bürger unserer Stadt unwissentlich, wollen wir hoffen, unwissentlich Staatsfeinde und Hochverräter beherbergt. Also wir fahren nicht ab, bevor das Kind nicht gemeldet ist. Und auch Juste heißt es, verstanden? Natürlich. Deinetwegen können Sie mich ja schnappen. Und meinen schönen Pelz dazu. Ich denke, das Fell ist ehrlicher Kauf. Ist ja auch ehrlicher Kauf, Alwine. Wie denn sonst? Aber es müssen doch nicht alle Leute wissen, dass der alte Vulko sich so einen Pelz kaufen kann. Muss doch nicht alles gleich ausquatschen. Alwine, Mütterchen, hörst du? Morgen sind wir in der Stadt. Und wenn wir dann zurückkommen, dann heißt das einfach, Vulkos haben sich einen schönen Pelz gekauft. Billig, nicht?
Du, Gelegenheitskauf, verstehst du? Ja. Also, das kannst du ja halten, wie du willst. Das tue ich auch. Aber solange Auguste nicht Auguste heißt, da fahren wir nicht ab. Ach, sehen Sie mal, Fräulein Entine. Da steht doch ein Mann mit einem Pelz auf dem Schleppkahn. Bist du hartherzig. Das Kind lebt doch noch gar nicht, bevor es nicht gemeldet ist. So, dafür macht es ja mal ganz schön Krach. Ja, dann komm her. Mütterchen, dann zieh mal ein Pilz wieder aus. Zeig mir mal die Jobbe her. Für die Behörden, da kann man das sowieso nicht schäbig genug angezogen sein. Hoppla. Hallo? Ja, bitte? War da nicht eben ein Mann mit dem Pelz? Mit dem Pelz? Nee. Hier war nur mein Mann. Der hat keinen Pelz an. Da geht er ja noch. Mittelhörer, ist mein Wagen noch nicht vorgefahren? Sie werden nicht wegfahren. Sie werden das Büro nicht eher verlassen, als bis ich zu meinem Recht komme. Menschenskind! Durchlauch benötigt mich persönlich. Ein Pferd muss beschlagen werden, aber es ist ein Spreeschiffer draußen. Wenn Herr Amtsvorsteher mit dem Kahn vielleicht... Vulko, August Vulko, Herr Amtsvorsteher, 53 Jahre verheiratet, unbescholten. Ja, was wollen Sie denn, Menschenskind? Ein Mädchen anmelden, Herr Amtsvorsteher, ist gestern angekommen. Schutz doch von außerhalb, das ist Ihre Sache. Nee, nicht doch, Amtsvorsteher, nicht von außerhalb, von innerhalb, Herr Amtsvorsteher, jawohl. Und meine Frau, die ist so furchtbar penibel darin. Auguste soll es heißen. Stimmt's, Herr Amtsvorsteher? Ja, ihr habt doch noch nicht geburt, da konntest du ja wesentlich bis morgen warten. Nee, Amtsvorsteher, ich war selber überrascht von. Nun ist es aber... So. Herr Doktor Fleischer. Sehen Sie mal. Ach, wollen Sie vielleicht auch eine Anzeige machen? Wenn Sie gestatten, ja.